So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Silent Ghost Demolition. So, ihr Mäusepfötchen, lass uns loslegen. Ich hab Bock und nochmal, bevor ihr das in den Kommentaren reinschreibt, ja, ich weiß, nächste Woche Mittwoch am 4.11. geht Episode 3 los. Aber jetzt sind wir hier bei Episode 2 immer noch gefangen und lass uns doch mal gucken, was der Hans von uns möchte. So. Achso, danke, genau. Guten Morgen, Tomji. Einen wunderschönen guten Morgen. Julia, sie hat geantwortet und wird mich gerne kennenlernen. Ich habe jetzt Zugriff auf ihren gesamtes Profil. Alter, ist sie heiß. Wow. Julia, 6 Jahre, 78 cm. Das ist ein bisschen groß, ne? Ja, Java. Familienstadt ledig. Kinder keine. Natur, Kugeltyp. Geil. Hobbys Fortnite, Hula Hoop und Origami. Rauchen, nein, Wasserkühlung. Mhm. Prozessor i9. Da ist schon was drin, wa? Suche nach Gentleman Oldschool. Kein Abenteuer, sondern für den Rest der Laufzeit. Aha, hat einen Weckerkopf. Ist sie nicht der absolute Burner? Ihr seid wie füreinander geschaffen. Das finde ich auch. Freut mich für dich. Ja, die passen zusammen. Wenn man so das Bild jetzt von Hans da sieht und das Bild von Julia, absolut wahnsinnig. Oh, sie schreibt gerade. Hans, du brauchst ganz schön lange zum Schreiben, ne? Du bist doch Kraft deiner Gedanken, das aber... Ich übermittel den Codesequenz, habe ich übrigens dechiffriert und an Wolf übermittelt. Sehr gut, das ist cool. Leute, ihr werdet es nicht glauben. Die Botschaft. Es waren geografische Koordinaten. Sie führen uns zu einem Ort, ganz in unserer Nähe. Oh mein Gott, ich bin gespannt. Ich sag's euch, das ist endlich mein richtiger Hinweis. Das wird ja eine Story, sag ich euch. Da leidet man ja jahrelang unter einer Schreibblockade. Blöde Kuh, ich mag sie nicht. Aber ihr und vor allem der werte Herr Fonzi haben mich wieder angespornt. Ja, super. Unterstehen Sie sich, Frau Ziegler. So, ich hab's, Leute. Aha. Da ist es. Ist es ein Wald. Und da befindet sich ein kleines Häuschen. Sehr schön. Mitten im Wald. Sehr seriös. Sehr, sehr seriös. Kann man direkt hingehen. Sollte man direkt unter die Lupe nehmen. Ist gleich bei uns in der Nähe. Dass man sieht es genau auf diesem Hügel. Das ist unser Campus. Ein abgelegenes Haus mitten im Wald. Ach, circa eine Stunde von uns entfernt. Und gleich schon eine schlechte Nachricht. Wir haben kein Auto. Es scheint leer zu stehen. Jedenfalls ist dort niemand gemeldet. Prima, ein Geisterhaus. So nah, seltsam, oder? Wie finden wir jetzt raus, wer da drinnen gelebt hat? Das ist scheißegal. Aber so ist es denn ja auf jeden Fall so, dass wir keinen Hausfriedensbruch begehen oder so, ne? Also wir könnten da direkt reinmarschieren und sagen, ja, hallo. Worauf warten wir noch? Lasst uns schnellstmöglich aufbrechen. Ihr wollt doch nicht hin, oder? Auf keinen Fall! Schisser, Schisser, di, li, li. So wirklich heiß darauf bin ich auch nicht, Leute. Sag mal, Leute, wollt ihr überleben oder sterben? Oder leben und leben? Oder sterben und sterben? Was seid ihr nur für Mimosen? Ich fahre definitiv hin. Der Knüller wohne ganz in der Nähe, sind nur ein paar Kilometer. Na, Fonzlein, wie schaut's aus? Recherchenarbeit zu zweit? Das ist zwar an sich genau mein Milieu, aber
Ich habe meine Tage. Gekriegt. Aber lieber würde ich mir alleine Zähne ziehen lassen, als mit Ihnen etwas unternehmen. Norm hat recht, zu zweit ist es sicherer. Henry, du bist der Einzige, der mit so etwas Erfahrung hat. Muss ich dich daran erinnern, dass du mir noch einen Gefallen schuldest? Mit einem Gefallen, das hätte man ja als Erpressung darlegen können. Aber andersrum haben wir Ihnen ja nun wirklich sehr, sehr geholfen. Nur über meine Leiche. Okay, ich hätte das mit einem Gefallen machen sollen. In ein paar Tagen hast du hier 7 Leichen, wenn wir keine Lösung finden. Also hab dich nicht so, Henry. Ich begleite euch auch. Ich halte das wirklich für keine gute Idee. Ja, wollt ihr nun irgendwas rausfinden oder nicht? Was seid ihr alle für... Mann. Ein verlassenes Haus irgendwo in der Pampa. Niemand weiß, was euch da drin erwartet. Natürlich wohnt der Axtmörder drin. Vielleicht ist ja eine Falle und ihr rennt einfach hinein. Ja, klar, weil es ist so. Ja? Ja, Verdammt, Ruby, in 3 Tagen sind wir tot. Wir warten seit Tagen auf so einen wichtigen Hinweis. Ich stimme Cedric zu. Ja, dann hopp, hopp. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass dies ein entscheidender Hinweis sein könnte. Genau. Diesen nicht nachzugehen, wäre äußerst töricht. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dabei. Sehr gut. Aber nur unter einer Bedingung, Frau Ziegler. Sie halten sich mit ihren unangebrachten Kommentaren zurück. Sachte, sachte, mein lieber Henry. Denk an deinen Blutdruck. Danke, Henry. Nochmal bitte. Wir ignorieren einfach nur mal so ein bisschen. Hm? Ja, genau. Alle guten Dinge sind 3. Henry, Norma und meine Wenigkeit auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Den wirst du da wahrscheinlich nicht finden, aber vielleicht irgendetwas, was so ähnlich wichtig für uns ist. Cedric, wie kannst du nur in solch einer Situation so locker bleiben? Nur die Harten kommen in den Garten und die Härtesten in die Gärtnerin. Was? Cedric, du schlimmer Finger, du. Obwohl er recht hat, ne? Gabriele, hi. Ach, wie schön. Ihr wagt es, diese Städte zu stören. Unheil und Tod erwartet euch dort. Fuck. Was willst du von uns, verdammt? Gabriela, du musst uns helfen. Ihr werdet dort keine Lösungen finden. Nur die ewige Verdammnis. Ich müsste hier so ein Mischpult haben. Das wäre geil. Was meinst du damit, Gabriela? Was für eine Frage, hä? Was ist in dem Haus? Jetzt antworte doch. Ist die Gabriela, hat die jetzt auch... Nee, es hat sich nichts geändert dabei, ne? Schade eigentlich. Sehr, sehr schade. Ey, das ist nicht korrekt. Beruhig dich, Ruby. Sie ist wieder offline. Verdammt! Sie will uns eindeutig warnen. Wir dürfen dieses Haus nicht betreten. Betreten ist auch nicht schlecht. Ruby, bitte. Unser aller Leben hängt davon ab. Ich befürchte, Ruby hat recht. Das ist zu riskant. Wenn sie uns aufhalten will, muss das Haus wichtig sein. Richtig. Da haben wir es. Außerdem ist Gabriela ja nicht das böse Mädchen, ne? Ja, genau.
bevor jetzt die große Diskussion losgeht, hört bitte jetzt alle genau zu. Was Gabriele angeht, gibt es noch etwas von entscheidender Bedeutung. Und das da wäre? Ich ahne schon, was jetzt kommt. Bitte komm zur Sache. Ich gehe mal davon aus, das ist nicht wirklich ein Geist, der mit Gabrielas Ding schreibt. Ich denke mal, das wird was ganz Normales sein. Ich denke mal, keine Geister oder so ein Scheiß. Das wird uns irgendwie eingebildet durch was weiß ich. Halluzinationen, Dings, keine Ahnung was. Aber ich glaube, dass einer von der Gruppe, der, wenn schon angedeutet worden ist, dass jemand böse ist, bla bla bla, dann denke ich einfach mal, dass jemand, das Mensch diese Nachrichten schreibt. Einer von uns. Vielleicht war es jetzt der Trick. Gabrielas verlorene Seele kommt aufgrund einer enttäuschten Liebe nicht zur Ruhe. Ach toll. Tomji, ich habe Henry von Gabrielas Gefühlen zu dir erzählt. Na super gut, hast du ja toll gekriegt. Dann muss ich da jetzt auch noch hin. Mhm. Und auch von ihrer Eifersucht und ihren Drohungen. Was? Dass die nicht mal ihren Schnatterlappen halten kann, ne? Sorry, aber ich wollte seine Meinung dazu hören. Ja, schön, jetzt hast du sie ja gehört. Dankeschön. Gabriela war in Tomji verknallt? Das hat sie mir kurz vor ihrem Tod gebeichtet. Sorry, das hätte ich euch schon von früher sagen müssen. Hätte er gar nicht, das geht die Leute überhaupt gar nicht an. Richtig, und sie gibt auch nach ihrem Tod keine Ruhe. Da. Boah, das ist ja heftig hier. Warum das denn? Das passiert ja nun mal eben halt, dass sich Leute verlieben. Fuck. Du darfst uns sowas nicht verschweigen. Warum? Das geht euch einen feuchten Furz an, Mann. Hm? Das geht niemand was an, wenn ich das nicht erzählen möchte, ha? Nein. Henry, was hat das jetzt mit dem Haus zu tun? Er hält sich da jetzt gerade sehr raus. Er schmeißt mal irgendwas in den Raum und dann ist er wieder weg, ne? Oh, hier kommt gerade super Lichtstrahl rein. Vielleicht seht ihr das auch. Gabriela will mit allen Mitteln verhindern, dass diese Geisterwesen seine Erlösung findet. Warum? Vielleicht findet sie dadurch auch ihre Erlösung. Oder anders ausgedrückt, sie will verhindern, dass Tomji den Fluch entkommt. Was? Nee. Nein. Finde ich nicht gut. Soll das heißen, Gabriela möchte, dass wir alle sterben, damit sie bei ihm sein kann? Sag doch, wie es ist. Sie will, dass wir alle sterben. Sagen wir es so, sie meint es nicht gut mit uns. Ihr müsst wissen, wenn Seelen in der Zwischenwelt festhängen, können sie leicht manipuliert werden. Im schlimmsten Fall von bösartigen Geisterwesen, die eigene Pläne verfolgen. Ist das so? Geister haben Pläne? Ja? Okay. Was haben die denn zu erwarten aus ihrem Leben? Also aus ihrem Geistleben? Außer, dass sie irgendwie Bettlaken durch die Gegend hängen und rumfliegen und nicht mal irgendwie... was weiß ich was, durch Wände fliegen oder was? Was haben die denn für ein Dings? Jetzt könnt ihr euch vor vielleicht denken, warum Gabriel uns warnen möchte. Wir sollen dem Motiv des Mädchen nicht näher kommen. Das aus ihrem Munde, Respekt. Verdammt, also ein Grund mehr, das Haus zu gehen. Ja. Leute, ich sag euch, dieses Haus führt zu unserer Rettung. Wir halten uns an den Plan. Lasst uns keine Zeit mehr verlieren. Norma, Henry, ich rufe euch an. Jetzt. Wir melden uns, wenn wir dort sind. Ja. Okay. Währenddessen, 2 Stunden später, Dr. Leitner. Guten Tag, Tomji. Mein Rendezvous gestern Abend war ein voller Erfolg. Nur erzählen Sie schon. Nein, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Was hat Dr. Leitner damit... Oh, jetzt mal darüber nachgedacht, ja? Gar nicht drauf gekommen, war Dr. Leitner? Der noch nie, also so ein bisschen mal, weißt du, unser Chef, der irgendwie was weiß ich was. Und dann macht er hier einen auf, wisst ihr, so Anatomie. Kennt ihr den Film Anatomie noch? So ist in der Richtung, ja? Mhm, genau. Gut zu wissen. Das freut mich. Und Sie haben Ihre Teil dazu beigetragen. Ihr Tipp mit den Japanern war goldrichtig. Ich weiß.
Das Sushi war ein Traum und meine Begleitung war hin und weg. Oh. Ja, mhm. Schön. Ja, das ist, das finde ich gut. Sushi, also habe ich auch Bock drauf. Habe ich mal wieder Lust drauf. Allerdings haben sie, was Geschenke angeht, total daneben gelegen. Sie hatte mir einen selbstgebastelten Schlüsselanhänger mitgebracht und ich stand mit leeren Händen da. Aber ich möchte nicht beklagen, das Essen war ein voller Erfolg. Und dem Wein sei Dank, die gemeinsame Nacht ebenso. Warum erzählt unser Chef so etwas? Ja, genau. Dankeschön, mehr muss ich nicht wissen. Mehr Informationen hätten sie auch nicht bekommen. Schließlich bin ich immer noch ihr Vorgesetzter. Genau das ist es doch. Und ich muss jetzt auch wieder los. Schwesterlein. Du, meine Mitbewohnerin, die dreht jetzt irgendwie völlig durch. Keine Ahnung, was mit ihr los ist. Ich habe sie vorhin erwischt, wie sie einfach meine Sachen durchwühlt hat. Keine Ahnung, ey. Fuck, ich weiß echt nicht, was... Was geht da ab, Mann? Mit Dr. Fischer die zu... Was? Ich muss mit Dr. Fischer die zu übernehmende Patienten zu besprechen. Na, alles klar, unwichtig gerade. Was ist mit unserer Sis? Was? Nein. Hanna, alles okay? Warum können wir sie nicht anrufen? Komm, lass doch mal Hanna anrufen. Können wir sie anrufen? Können wir nicht? Wieso haben wir sie noch nicht geliked? Ah, kostet ein Video, ne? Habe ich jetzt keinen Bock drauf. So. Ich möchte, kann ich nicht. Ich will auch gerne Leute anrufen können. Moment. So, jetzt. Bin jetzt erstmal raus aus der Wohnung. Ja, super. Oh Mann, diese Tina ist sowas von Psycho. Vielleicht ist sie auch besessen. Wütet man Sachen, schreit dauernd grundlos herum und jetzt wird sie auch noch handgreiflich. Weiß echt nicht mehr, was ich tun sollte. Du solltest dir ganz schnell was Neues suchen. Ja, aber so schnell ist es nicht gemacht, ne? Was sagt denn dein Vermieter dazu? Du solltest sie anzeigen. Mit der Polizei haben wir gute Erfahrungen gemacht. Nee, machen wir nicht. Er mischt sich in solchen Zickereien nicht ein. Nee, warum auch? Er ist ja der Vermieter, er will die Kohle sehen, mehr nicht. Und als ich die Kündigung ansprach, meinte er nur, ich soll an die Kündigungsfrist denken. Na klasse. Warte mal. Sie verlässt gerade die Wohnung. Hau ihr eine gleich mitten. Weißt du? Ey, das ist doch die Uschi von den Dr. Leitner. Ist sie das nicht? Meld mich gleich wieder. Ist das nicht die Uschi von den Uschi? Wer ist jetzt nochmal Ines? Was? Hi, Tomji. Ach so, ja, stimmt. Weiß gerade nicht mehr weiter. Ach, das ist ja die Schwester von Chiara. Chiara, sie benimmt sich immer seltsamer. Und gestern also hat sie mich angelogen. Nee, echt angelogen? So was passiert in der Geschwister? Ernsthaft? Nee, das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Ich dachte, da gibt es totales Vertrauen. Komm mal bitte zum Punkt. Ja, das würde ich auch mal. Angelogen? Was? Frechheit. Ja, ich erkenne sie nicht wieder. Also, wir wollten gestern eigentlich ins Kino gehen. Stattdessen beim Essen, denn sie hatte den Film schon gesehen. Ich hielt es für angemessen. Sie ist Restaurants. Okay. Die Karten hatte sich schon besorgt. Aber dann hatte sie ein seltsames Telefonat. Und dann hat sie ganz kurzfristig abgeblockt. Okay. Sie hätte Migräne und würde früh schlafen gehen. Mhm. Ja. Ja.
Aber als ich eine Stunde später nach ihr sehen wollte, war sie nicht im Bett und ihr Fenster stand offen. Als ich sie eben damit konfrontiert habe, meinte sie, ich würde spinnen. Sie wäre zu Hause gewesen. Was ist nun mit meiner Schwester los, Tomji? Ja, was weiß ich? Was war das für ein Anruf? Kann man direkt irgendwie, muss man auch gar nicht irgendwie rumseppen, ne? Ist ja auch sehr interessant. Keine Ahnung, sie hat so geheimnisvoll gesprochen und ist sofort in ihr Zimmer verschwunden. Kurz darauf kam sie dann an mit Migräne. Verstehe einfach nicht, warum sie mich für blöd verkaufen will. Sie war definitiv nicht zu Hause. Ihre Schuhe und Jacken waren auch weg. Okay. Aua. Au. Voll den Tisch getreten. Ich meine, Chiara ist ja alt genug. Ja, das ist gut aufgefallen, ne? Du bist ja die kleine Schwester. Wenn sie nachts auf Tour geht oder auf Kino keinen Bock hat, ist es ihr Ding. Aber dass sie mir ins Gesicht lügt. Ich peile das nicht. Das passt so gar nicht zu ihr. Kannst du nicht mit ihr reden? Sorry, aber ich will mich da nicht einmischen. Ja, komm, machen wir, komm. Ja, komm. Komm, ja. Komm, wir machen das, ja? Alles klar. Vielen, vielen Dank, Tomji. Ja, gerne. So bin ich. Ich helfe so vor mich hin. So, was haben wir denn als nächstes auf den Zettel? Chiara, können wir sie das nächste Mal mit auseinandersetzen? Jetzt ist Schluss für heute, mein lieben Kinderchen. Und was sagt ihr dazu? Sag mal, ist sich das nicht gewesen? Ich schwöre, ist das nicht hier die Uschi von Dr. Leitner? Doch, Mann. Diggi, das ist sie doch, oder was, Diggi? Was geht da vor sich? Und was hat Dr. Leitner damit zu tun? Hat er überhaupt irgendwas damit zu tun? Das erfahren wir vielleicht in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal und tschüss.